InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Leben im Ort, bist du dort, lautet das neue Jahresthema der Landjugend Oberösterreich. Beim 12. Kongress, der vom 4. bis 6. Jänner in der Berufsschule Ried stattfand, wurde das neue Thema erarbeitet und vorgestellt. Hier beim Kongress, wie ist alles verlaufen in Ried? Also, mir hat sehr gut gefallen, dass die Stimmung so gut ist. Man hat das gespürt, wenn man reingegangen ist in den Raum, dass die Funktionäre frischen Elan zusammenhaben können und dass die mit frischer Energie in Oberösterreich tätig sein werden. Im Rahmen von 11 Workshops setzten sich insgesamt 215 Jugendliche mit Themen des ländlichen Raumes wie Initiative und Ideen, soziale Möglichkeiten vor Ort und die Nutzung von Naturraum auseinander. Mit Unterstützung von handelnden Personen vor Ort konnten herausragende Ideen analysiert und für die eigene Tätigkeit umgesetzt werden. Welchen Stellenwert hat die Landjugend in Oberösterreich aus der Sicht der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer? Die Landjugend hat einen sehr hohen Stellenwert, weil die Landjugend für uns ein sehr wichtiger Botschafter ist, für die Landwirtschaft zur Bevölkerung bringt und vor allem auch bei der Jugend die Landwirtschaft sehr positiv vermittelt wird. Ein besonderer Höhepunkt war die am 5. Jänner stattfindende Landesversammlung. Die Landjugend Oberösterreich ließ hier das vergangene Jahr mit seinen zahlreichen Aktivitäten Revue passieren. Weiters wurden die Sieger des Projekt- und Homepage-Wettbewerbes geehrt und der neue Landesvorstand ins Amt eingeführt. Nationaler Karl Freund, die Landjugend tanzt in Ried, großer Kongress hier. Sind hier schon eventuell die Nachfolger vom Nationalrat Karl Freund darunter? Ja, ich hoffe, dass unter den Landjugendmitgliedern wieder jene dabei sind, die auch in die Fußstapfen der Politik treten. Ich komme ja auch aus der Landjugend. Ich habe in der Landjugend eigentlich das gelernt, was ich dann später im Leben so gebraucht habe, als Landwirt, als Interessensvertreter und natürlich auch in der Politik. Nach 3 Jahren an der Landesjugendspitze Oberösterreichs übergab Landesleiterin Tina Mösenpichler ihre Tätigkeit an Elisabeth Kneißl aus der Ortsgruppe Frankenburg. Was haben Sie in diesen 5 bzw. 3 Jahren erledigen können, erarbeiten können? Ja, wir haben sehr viele Ideen gesponnen, diese Ideen dann auch umgesetzt, einige Projekte umgesetzt, gestaltet, waren aber einige Riedermessen, die wir geplant haben, wo wir dann eben einen Stand gehabt haben. Und es war immer eine interessante Tätigkeit. Elisabeth Kneißl startet mit Landesleiter Josef Stockinger und einem motivierten Team ins neue Jahr. Wie ist eigentlich der Nachwuchs bei der Landjugend? Die Landbevölkerung reduziert sich ja ein bisschen. Wie ist der Zustrom zu Ihrer Organisation? Bei der Landjugend ist es eigentlich ein gegenteiliger Zustrom zu erkennen. Also es ist eine sehr gute Nachwuchsarbeit in den einzelnen Ortsgruppen bei uns da. Und deswegen ist es auch für uns jetzt auch ein stetiges Wachstum in der Landjugend da. Im Anschluss an den 12. Kongress fand der Ball der Landjugend Oberösterreich in der Rieder Bauernmarkthalle statt. Seit wann sind Sie bei der Landjugend? Seit 6 Jahren bin ich schon dabei. Wenn man aussieht wie ein Manneke, was macht man dann bei der Landjugend? Oh Gott, naja, viele Freunde treffen. Ist das ein guter kommunikativer Platz? Ja, auf alle Fälle. Also würde ich jedem Jugendlichen empfehlen, dass sie zur Landjugend gehen sollten. Ja. So, haben Sie kurz zu? Schauen wir mal. Schauen wir mal, gut, los geht's.